Moin, ihr Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere euch jetzt von der YouTube-Kanal Modbox ein erweitertes Leasing-Skript vor. Dieses Skript wird zur Verfügung gestellt von Peppy84 auf 84 und der die Modderschreiber Modbeschreibung natürlich klar Skript nur für PC und Mac. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn unsere Freunde der Konsole auch dranbleiben würden, weil es kommen auch Mods wieder für euch, ne? Oder zumindest auch alle, die jetzt zuschauen und vielleicht doch es nicht interessiert. Trotzdem ein Däumchen da lassen, Glocke aktivieren, Kommentare lassen, würde mich sehr freuen. Auch wenn ihr euch für die Kauf von Inhalten interessiert, schaut mal in dem Video. Ich habe da Links dazu, wenn die uns unterstützen mit Manus und Entwickler. Dies wäre auch sehr cool. Was bedeutet erweitertes Leasing? Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr jetzt im Leasing was einstellen könnt, sondern es geht darum, der Mod hat sich gedacht, es kann ja nicht sein, man leiht sich im Händler Traktoren aus, rafft die richtig runter, gibt sie ab und zahlt dafür keine Strafe. Ich habe euch mal als Beispiel hier zwei Fans. Die sind baugleich, ich habe die gerade eben gemietet. Ne, 714 Vario, 714 Vario. Diesen hier habe ich halt nur mit 10 Arbeit schon belegt. Und 20% Schaden und Abnutzung. Und dieser hier ist brandneu, nichts gelaufen, alles tutti. Den fahre ich jetzt mal hier auf den Rückgabepunkt und möchte ihn wieder zurückgehen. Und dann seht ihr gleich oben, was passiert. Der ist wieder heile, da passiert gar nichts. Dürfte eigentlich nichts passieren. Ihr seht oben, zack, ne, die Differenz von Leasing, kriege ich wieder 3042. Passt soweit. Jetzt nehmen wir dieses gute Stück mit 10 Arbeitsstunden und ein bisschen Schaden. Und ihr werdet sehen, ihr müsst mehr bezahlen. So. Zack, seht ihr um nochmal 1307 muss ich an für die Betriebskosten des Fahrzeuges zusätzlich bezahlen. Macht das Ganze ein bisschen realistischer, weil letztendlich meinen Traktor ausleihen und durch die Gegend fahren, 10 Arbeitsstunden drauf drücken und runterranzen, ist natürlich auch nicht, wird kein Händler der Welt machen, euch das nicht in Rechnung zu stellen. Zumindest Reparaturen, Aufbesserungen und so weiter. Ihr kennt es selber, wenn ihr Autos mal liest und gebt ihr zurück, gibt es auch ein Gutachten und die sagen euch dann, was an euren Autos kilometerbedingt ist oder was hätte vielleicht wieder in Stand gesetzt werden müssen oder was nicht zeitbedingte Schäden. Das beendet das Ganze natürlich. Und das wiederum finde ich sehr cool, gefällt mir sehr gut und wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und mir gerne was in die Kommentare schreibt. Die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods verpassen, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.